Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling aus Dorsten. Wir haben heute den 15. Dezember 2018. Ich habe heute eine Pressemitteilung geschrieben. Gottesdienst oder Vatikanum II. Anlass ist, dass ich mir vor kurzem antiquarisch ein Buch gekauft habe. Pia Biel, mein Messbuch. Ich komme mit. Und in der Pressemeldung gebe ich daraus ein paar Ausschnitte, wo eben klar wird, dass hier nur von einer Mahlfeier die Rede ist. Der Begriff Opfer, Messopfer, kommt hier gar nicht vor. Kreuzesopfer auch nicht. Es wird zwar das Kreuz schon erwähnt, aber eben nicht der Gedanke des Opfers. Es geht hier nur um einen Vergleich zwischen einem Familienfest, also Oma und Opa kommen zu Besuch und Mama und Oma decken den Tisch und alle essen und erzählen sich und lachen viel und haben Spaß. Und so ist eben auch die Mahlfeier, also von Mahlfeier ist immer die Rede, also die Messe. Und in der Pressemeldung gebe ich dann auch zum Vergleich ein paar Ausschnitte aus diesem Buch, Großer katholischer Katechismus mit einem Abriss der Kirchengeschichte, München 1948, ist ein Schulbuch. Und da wird eben die ganz normale katholische Lehre von der Heiligen Messe dargelegt. Also Messopfer, Kreuzopfer. Und wenn man die beiden Bücher vergleicht, merkt man natürlich auf der einen Seite, dass es eine vollkommen andere Religion ist, die dahinter steckt, eine vollkommen andere Geisteshaltung. Wie gesagt, hier nur das menschliche Spaß haben und hier die Anbetung, die Verherrlichung Gottes, der Gottesdienst, im wahrsten Sinne des Wortes Gottesdienst, und hier eben Spaß haben. Und kann man auf der anderen Seite sagen, unterschiedliches Publikum, also oder Zielgruppe, hier eben Grundschüler wohl und hier eben schon etwas ältere Schüler, aber das greift nicht. Und zwar erstmal, wenn man Kindern auch nicht sofort alles erklären kann, kann man vor allem eins nicht machen, darf man eins nicht machen, ihnen was Falsches erklären, beziehungsweise ihnen die richtige Perspektive verbauen. Und genau das geschieht mit diesem Buch. Und vor allem, es geschieht generell, permanent in der V2-Gruppe. Und das kann ich sagen, weil ich bis zu meinem 26. Lebensjahr selber aktiv in der V2-Gruppe war. Gut, ich kann das jetzt nicht alles belegen. Ich habe nicht von allem Videos gemacht oder Tonbandaufzeichnungen oder so. Aber ich erzähle jetzt mal ein paar Beispiele. Also, ich war auf einer Klosterschule und da war ich Ministrant. Und ich hatte als Ministrant in der Mittelstufe schon so gedacht, das ist Theater, das ist Show, das ist Unterhaltung, Schauspiel, die sogenannte Messe. Und ich war dann auch in einer Theatergruppe, die extra dafür gegründet wurde, eben die Messe vorzubereiten, also Theater zu spielen. Es wurde immer für jede Messe dann ein kleines Schauspiel da von uns, von dieser kleinen Gruppe, da so erdacht und daneben dann in der sogenannten Messe aufgeführt. Ja, Theater. Und dann war ich in der katholischen Hochschulgemeinde. Ich war direkt nach der Bundeswehr als Priesterkandidat ins Bistum Essen gegangen. Und in dieser katholischen Hochschulgemeinde, da war das so konzipiert, der Mahlvorsteher hatte an seinem Luptertisch da seine Show da abgezogen, also die sogenannte Wandlung, diese Mahlfeier da abgezogen. Und dann hat er eben die Keksdose, oder Chipstüte könnte man auch sagen, also die Keksdose genommen und hat und die Anwesenden saßen so im Kreis, so im Halbkreis um den Luthertisch herum. Und dem Ersten im Halbkreis hat er dann die Keksdose in die Hand gedrückt und hat gesagt, der Leib Christi. Da hat sich der Erste also so ein Brötchen daraus genommen, so ein Plätzchen, und hat das seinem Nebenmann gezeigt und hat gesagt, der Leib Christi. Dann hat er sein Brötchen gegessen und die Keksdose seinem Nebenmann gegeben. Der hat sich dann auch ein Brötchen genommen oder ein Plätzchen, auch wieder dem Nächsten gezeigt, der Leib Christi, sein Brötchen gegessen, Keksdose weitergegeben und so weiter. Ich habe da mitgemacht. Und ein drittes Beispiel,
Da fing es also schon so ein bisschen an, für mich verdächtig zu werden. Ich habe ein Ehepaar da kennengelernt, die waren so ganz begeistert von Vatikanum II, vor allem von einem Pfarrer, von einer Gemeinde, wo die Messe so erfrischend wäre und wo viele Leute hingehen, die sonst der Kirche eher fernstehen. Da dachte ich, ja, gucke ich mir mal an. Und ich wusste nicht, ob ich da in der Messe war. Also ich dachte, was ist jetzt hier für ein Zauber gewesen? Was für ein Theater? Ich habe die ganze Struktur der Messe daran nicht mehr erkannt. Und dann habe ich das diesem Ehepaar erzählt, wäre nicht so begeistert gewesen. Und die waren da so fast schon ein bisschen empört, dass ich ja nicht so auf ihr Idol geschworen habe, dass der nicht auch so angesteckt worden wäre von dieser erfrischenden Art und Weise, da den Gottesdienst zu feiern. Naja, ich habe da später mal die Tochter von diesem V2-Fetischisten-Ehepaar da kennengelernt, also gesehen. Kennengelernt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich habe sie gesehen. Und ja, die hatte also eine zerrissene Mini-Jeans an. Die Beine waren also nur bedeckt von einer Netzstrumpfhose. Und ich dachte, ist das jetzt eine Prostituierte? Da habe ich mich mal informiert, ob das Netzstrumpfhose, ob das wirklich, weil ich das sonst eigentlich nie so gesehen hatte, also dass da jemand in der Öffentlichkeit so rumläuft. Da gibt es da tatsächlich Informationen dazu. Habe ich gesehen, ja, Netzstrumpfhose werden eigentlich nur in zwei Milieus getragen. Also von anständigen Frauen nie. In der Öffentlichkeit sowieso nie. Aber in zwei Milieus sind die sehr angesagt. Und das eine wäre die Prostitution tatsächlich. Und das andere der Satanismus. Also bei Satanisten, in der Satanistenveranstaltung, Festivals und so weiter. Und dann habe ich weiter geguckt, ja, die Tochter, die ist auch so ein bisschen im Internet aktiv, ne, als Teufelin. Mhm. Geht auch zu Rockkonzerten und so weiter. Also eine Frucht, wenn man so sagen darf, von Vatikanum II. Und als ich das so gesehen habe, dachte ich, das hätte dir auch passieren können. Das hätte dir auch blühen können. Also so ein Werdegang, ja, wenn du dich aus V2 nicht abgekapselt hättest. Also wenn du nicht den Schnitt gemacht hättest, der notwendig war. Aber ich habe den Schnitt gemacht. Und ich konnte auch andere davon überzeugen, dass sie den Schnitt machen müssen. Ich konnte das auch bei anderen erreichen. Zum Beispiel bei meinen Eltern. Also, obwohl die jahrelang gegen meine Entscheidung waren, sie des Vakantist zu werden, haben die irgendwann gesagt, doch, unser Sohn hat recht. Das, was sich als katholische Kirche ausgibt, ist nicht die katholische Kirche. Und dieser ganze Zirkus und Zauber mit der neuen Messe, das ist nicht die heilige Messe. Gut, wie gesagt, das sind alles meine persönlichen Erfahrungen. Das kann ich jetzt also nicht beweisen, dass ich das so erlebt habe oder dass es so überhaupt passiert ist. Beziehungsweise, ich habe keine Aufnahme von meiner Beichte. Ich muss das natürlich alles beichten, was ich da in der V2-Sekte da an schlimmen Dingen getan habe. Das habe ich auch getan, aber also gebeichtet. Aber natürlich kann mein Beichtvater nicht darüber reden. Ich durfte es natürlich auch nicht aufzeichnen. Aber wer mir jetzt nicht glaubt, der kann einmal selbst sich umschauen. Es gibt so viele Quellen, wie Novus Ordovic, um nur eine zu nennen. Aber eben auch solche Bücher wie dieses, ja, wo eben nur noch von Malfei die Rede ist. Selbst wenn man mir nicht glaubt, man soll doch einfach mal den Fakten glauben. Ja? Und die Fakten sind, das ist eine andere Religion. Ich habe den Absprung geschafft. Ich habe geschafft, dass andere auch den Absprung getan haben. Und ich kann jeden nur inständig bitten, die Sache ernst zu nehmen, auch den Absprung zu schaffen, auch aus V2 auszutreten und sich zur katholischen Kirche zu bekennen, auch wenn das durchaus viele, viele Probleme bringen kann. Und ich bete dafür, dass jeder tut.